Maschine, gefolgt von den drei Verbandsmitgliedern. Sie werden jetzt abrufen und dann sind sie die Nummer 4 und muss ihre Formation einnehmen. Und zwar in die Formation Box, hat also der Leader jetzt alle vier befohlen und jetzt werden die richtigen Abstände eingenommen. Und als Piloten, Roland, haben wir jetzt Österreicher im Cockpit. Jetzt haben wir vier Österreicher im Cockpit, ja. Sie sind also über den Führer, also der Verbandsführer ist der Hauptmann Jürgen Ziertek, also jetzt ist er schon Major mittlerweile, ja. Ist 35 Jahre alt, das kommt aus Wels. Die Nummer 2 ist der Martin Auer, der kommt aus Linz. Dann haben wir den offiziellen Vertreter Hufnagel, der kommt vom Schörfling Wattersee. Und der Slot, die Nummer 4, der also da wirklich eine sensible Aufgabe hat hinten, ist der Mario Schupfer aus eigenem Elster. Die Sabine und 5 wieder sind Linz-Hörsching bei der dritten Staffel des Überwachungsgeschwaders, also die Düsentrainer-Staffel, eingesetzt. Dient also zur fortgeschrittenen Schulung. Auch taktische Schulung wird damit durchgeführt, eignet sich also hervorragend, weil erfahrene Fluglehrer also mitfliegen können. Am rechten Sitz und am linken Sitz sitzt der erste Führer und der muss sich dann an die Manöver gewöhnen. Die Sabahund 5 wurde ja seinerzeit in Schweden als Geschäftsreiseflugzeug entwickelt. Es gibt auch eine viersitzige Version, also hier können auch Personentransporte durchgeführt werden. Hier in diesem Programm sehen wir sie jetzt als zweisitziges Luftfahrzeug mit zwei Schleudersitzen ausgestattet. Da sehen wir jetzt übrigens auch Aufnahmen direkt on board. Auf unseren Videowalls immer wieder zwischengeschnitten. Ja, die werden jetzt wieder eingespielt und der Verbandsführer, unser Lucky, der Jürgen Ziertek, der muss also hier seine Flugwege so wählen, dass auch die anderen drei folgen können. Das heißt, er kann also nicht das volle Leistungsvermögen der Saab 105 ausnützen, denn er muss wirklich feinfühlig fliegen, weil, wie man schon sieht, die anderen in einen anderen Radius fliegen. Der ist einmal größer, einmal kürzer und je nachdem muss er also seine Leistung auch dementsprechend anpassen. Die Saab 105 ist also seit 1970 in Österreich stationiert gesetzt zur Unterstützung. Sie hat auch einen gewissen Geschwindigkeits- und Höhenbereich, wo sie zur Anwendung kommt. Und im Verbund mit den anderen im Bundeswehr eingesetzten Luftfahrzeugen kommt sie zum Einsatz. Seit 1970 in Österreich im Einsatz. Jetzt kommen sie aus Richtung Osten wieder bei uns vorbei, entlang der Piste 26 und wieder dann leicht hoch in eine sogenannte Tonnenrolle durchführen. Mit sogenannten Sichtmarken, also die Verbandsmitglieder Nummer 2 bis 4 haben gewisse Sichtmarken sich eingeprägt am Luftfahrzeug, die Association, auch wie wir noch einmal Flugzeuge, also die eingemeldet sind. Die Österreicher hier reinkommen, freuen sie sich natürlich über unsere Beifallsbekundung oder winken sie den Piloten einfach zu. Das haben sie sich verdient. Nach Spanien, meine Damen und Herren, und kommen jetzt zur ersten großen internationalen